Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Simple Planes. Und es ist Challenge Time und ich bin sehr erfreut, dass es diesmal so viele Einsendungen gibt. Wobei, eigentlich muss man sagen, alles andere wäre auch hohn gewesen, denn die Vorgaben waren ja nicht so schwer. Ich bin aber mal gespannt, ob sie umgesetzt wurden. Ihr solltet ja eigentlich nur ein Flugzeug bauen, das richtig geil fliegt. Ich habe 18 Einsendungen bekommen, was wohl dazu führt, dass ich vermutlich 3 Folgen daraus machen werde. Das hat leider den Hintergrund, ich habe heute Abend, also wir haben jetzt 18.44 Uhr, ich habe heute Abend kaum Zeit zum Aufnehmen. Morgen, ihr wisst, ich ziehe um, gehe ich mit meiner Freundin den ganzen Tag Möbel shoppen, also Samstag. Und deswegen kann ich heute nicht großartig was aufnehmen und hochladen, weil ich muss auch schon in einer Dreiviertelstunde wieder los. Ich hoffe, dass ich es bis dahin alles hochgeladen bekomme, also diese Folge hier. Aber die, wie gesagt, wird aufgeteilt, wird nichts vergessen, keine Angst. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Ich darf keine Zeit verlieren. Wir sind bei Folge 279 und wir haben heute auch 2 Neueinsender, was mich sehr freut. Zum einen hier direkt das erste Flugzeug von Heady Nature Photography. Und es ist ein Flugzeug. Ohne Fahrwerk, das heißt, wir müssen es auf jeden Fall in der Luft starten, das dürfen wir nicht vergessen. Oder warte mal, wir können es ja mal ausprobieren, ob es vielleicht genug Power kriegt, um über den Boden zu rutschen und zu starten. Ah, doch, das sieht gut aus. Ich mache mal kurz alle Gruppen an, nicht, dass da irgendwie ein Boost dabei ist, den ich verpasse. Ah, nee, ich glaube, das wird nichts. Das ist zu langsam. Wo gehen wir denn hin? Komm, Kreuzerannäherung. Wenn es nicht ordentlich fliegt, können wir es immer noch in die USS Beast klatschen lassen. Also. Jetzt muss ich... Ich muss schon anfangen zu meckern. ich drücke gerade nichts. Es fliegt von alleine nach oben. Aber da sehe ich jetzt mal drüber hinweg. Und das hat auch ein schönes realistisches Flugbild. Das war ja die Vorgabe. Soll ja nicht hören wie die Hölle. Sondern es soll einfach ordentlich realistisch fliegen. Und das tut's momentan auch. Nur halt dieses nach hinten hochgeziehe, das mag ich nicht. Aber Ersteinsendung sehe ich drüber hinweg. So. Und ich bin mal gespannt, ob ich das Ding zum Beispiel durch den Canyon kriege. Der Wendekreis dürfte langen. Ja, müsste gehen. Und es ist Gott sei Dank auch nicht so schnell. Das heißt, ich kessel nicht nach jeder Kurve direkt in die nächste Wand rein. Man kann es eigentlich ganz gut kontrollieren. Uhuhu, das war knapp. Aber tatsächlich in den Kurven, man legt sich immer so auf die Seite und dreht die Kiste dann, ist das tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man in der Kurve ein bisschen gegensteuern muss. Also wenn man jetzt hier einfach so geradeaus durchfliegen will, fliegt das ja von alleine eine Kurve, aber kann sich nicht beschweren. Klappt wunderbar. Nur die nächste Kurve, genau, die nächste Kurve ist immer so ein Gradmesser, weil die ziemlich eng ist. Das geht aber auch. Man müsste eigentlich mal wieder eine Challenge machen mit den Canyon Racern. Das hatten wir ja schon mal. Oder war das die nächste Kurve? Irgendwann kommt so eine total asoziale Kurve, aber ich glaube, da sind wir schon durch. Na, kann sich nicht beschweren. Oder doch, die da war es, ne? Ich glaube, das war die. Ja, aber auch die kein Problem. Man kommt hier locker durch. Aber das Problem ist halt, dass ich die Kiste nicht landen kann, ne? Aber gut, das war ja eigentlich keine Vorgabe. Also, man muss die Kisten nicht landen können. Ich versuche das jetzt aber trotzdem mal mit dem Bauchplatscher. Da bin ich ja mittlerweile in War Thunder gar nicht mal so schlecht drin. Das klappt meistens tatsächlich auch. So, Schub weg. Dann machen wir ganz sanft. So, ganz langsam. Das Blöde ist halt, hier ist der Boden ein bisschen hubbelig. So. Easy. Tun wir einfach so, als wären wir ein Segelflugzeug. Die landen ja auch immer auf grüner Piste. Zumindest bei uns in der Ecke. Schön. Also das fängt schon mal gut an. Es fliegt sich gut. Gut, es zieht ein bisschen nach hinten, es ist nicht zu schnell, es ist nicht unrealistisch. Gefällt mir. Was haben wir als nächstes? Genau, direkt der zweite Neuansender, Garrus Sniper. Garrus, war das nicht der eine, das eine Alien-Vieh aus
Mass Effect? Ich glaube schon, oder? Oh, und da sehe ich schon den ersten Konstruktionsfehler. Das ist zu kurz. Aber solange es fliegt, soll es mir recht sein. Aber wenn es schon ein Fahrwerk hat, dann wird das auch gestartet. Oh, starten wir die Kiste mal. Da. Das hast du jetzt halt so eine Keilform. Das ist halt zum Abheben eher semi-optimal, würde ich mal behaupten. Weil jetzt hast du halt vollen Anpressdruck nach unten, weil jetzt ist es ja quasi gerade wie so ein Spoiler, aber oh, kein Problem, das ist gut. Zieht das nach hinten? Nee, das zieht ein bisschen nach vorne. Auch nicht optimal, aber auch noch in Ordnung, würde ich behaupten. Aber das merke ich schon. Ja, wobei, nee, das hat sich gerade, das sah gerade so aus, als, ah, doch, es schlackert nach. Das sollte eigentlich nicht passieren, das Nachschlackern. Aber ich sehe drüber hinweg. Weil Ersteinsendung. So. Mal gucken, ob wir damit genauso gut durch die Kurven kommen. Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Das könnte also gut passen. Ja, locker. Aber damit werde ich keinen Bauchplatscher hinkriegen. Aber brauche ich ja auch gar nicht, fällt mir gerade so ein. So. Oh. Muss mal ein bisschen aufpassen. Aber da kann ich mich jetzt auch noch nicht drüber beschweren. So, aber weil das so hübsch fliegt, kann ich ja ein bisschen nicht nur über das Flugzeug reden, sondern auch über meine Tage die letzte Zeit. Momentan ist da auf der Arbeit ein bisschen stressig, es passiert ziemlich viel. Ich bin auch demnächst übrigens wieder eine Woche unterwegs, leider. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Naja, aber momentan, also ich arbeite ja in Darmstadt und die anderen Hessen unter den Zuschauern, also falls es hier welche gibt, werden das wahrscheinlich auch gerade erfahren. Oder Süd-Mittelhessen. Hier wird alles Busbahn bestreikt. Also bei uns in Darmstadt fährt momentan weder ein Bus noch eine Straßenbahn. Das heißt, morgens und abends für mich laufen, laufen, laufen. Ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich noch ein Stück mit der S-Bahn fahren kann. Aber trotzdem bin ich momentan zu Fuß ungefähr 40 bis 45 Minuten unterwegs. Oh, und das ist bei dem Wetter momentan echt kein Spaß. Das kannst du aber glauben. Also das ist echt ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Ich habe nichts gegen Streiks, wenn sie sinnvoll sind, aber eigentlich streiken haben nur die Busfahrer gestreikt, damit sie halt ein bisschen mehr Lohn bekommen. Ist auch okay, finde ich. Und die Straßenbahnfahrer machen halt aus Solidarität mit. Macht auch irgendwo Sinn, weil sonst bringt der Streik halt nichts, ne? Aber für den Rest der Bevölkerung ist das halt ganz große Grütze. Und ja, was willst du machen? Was willst du machen? Wobei, ich habe im Internet gelesen, gut, was im Internet steht, sollte man nicht glauben, vor allem nicht, wenn es auf Facebook steht. Da hat einer geschrieben, er kennt jemanden, der einen Busfahrer, also eigentlich hat er geschrieben, er kennt einen Busfahrer und der hätte ihm wohl erzählt, dass es seit 7 Jahren keine Lohnerhöhung gibt. Und da habe ich mich gefragt, okay, hört sich jetzt erstmal komisch an, ist nicht cool, 7 Jahre keine Lohnerhöhung, das ist echt nicht angenehm, das will keiner. Aber was ist denn das bitte für eine Gewerkschaft, die Verdi, die es nicht schafft, 7 Jahre lang eine Gehaltserhöhung für die oder eine Tariferhöhung für die Busfahrer rauszubringen, ey. Da würde ich mir doch echt zweimal überlegen, ob ich in so eine Gewerkschaft eintrete. Oh, ah Mist, jetzt habe ich was verloren. Naja, und das bestimmt momentan so ein bisschen meinen Tag. Aber kurz noch zum Flugzeug, schönes Flugzeug, fliegt sich gut, nur das Schlackern. Das ist der einzige Kritikpunkt, an dem ich jetzt irgendwie Fehlerchen ausmachen würde. Naja. Und von Hyhenin haben wir auch mal wieder was bekommen. Das ist auch schon länger her, glaube ich. Und da soll ich irgendwie den... Hä? Oder war das ein anderes Flugzeug? Bei irgendeinem Flugzeug stand dabei, dass ich den Pitch-Regler ganz... oder den VTL-Regler ganz nach hinten ziehen soll. Dann fliegt es perfekt geradeaus. Aber hier ist gar keiner. Oder was ist denn damit gemeint gewesen? Ah, also man kann ja auch, glaube ich, ja genau, man kann mit den Tasten 1 und 7 auf dem Nummernblock kann man auch pitchen. Ah, vielleicht hätte ich das bei den anderen Flugzeugen auch mal probieren sollen.
Auf jeden Fall, hier sind ja die Pitchflächen, die sind jetzt so ein bisschen angewinkelt. Und jetzt fliegt das halt perfekt geradeaus. Das ist sehr cool. Aber was ich jetzt schon sehe, guckt bitte mal auf den Fuelstand. Also, der ist innerhalb von 2,5 Minuten leer. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ich glaube, das hier mit dem Canyon macht heute relativ Sinn. Also das fliegt sich ganz gut. Auch nicht unrealistisch. Turnend. Ist aber halt viel schneller als die anderen. Deswegen komme ich hier nicht so um die Kurven rum. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Aber das fliegt sich sehr angenehm. Nur irgendwie voll hart. Also die Lenkbewegungen, die sind so hart irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Warte mal, ich mach mal den Joystick, den Maus-Joystick rein. Ja, dann ist das schon viel angenehmer. Da muss man ja einfach mal sagen, dass die Tastatursteuerung nicht so perfekt umgesetzt ist. Beziehungsweise, ja gut, ich wüsste jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht, wie man es besser umsetzen soll. Ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach, da ein ordentliches Mittelding dann zu finden, dass es nicht ruckelig ist, aber auch nicht total hirnrissig sich anfühlt. Ja, das passt schon, also. Ich mag vor allem die Farben. Ich finde, das Lila und das Gelb, oder Gold, muss man ja schon sagen, passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Gefällt mir. So. Ich möchte jetzt mal probieren, ob ich die Kiste dann auch gelandet bekomme. Drehen wir mal noch eine große, große Schleife. Ah, Mist. Wenn ich mich umgucke, muss ich natürlich die Maus benutzen, aber das ist halt blöd, wenn man Maussteuerung anhat. Nee. So, Kopf ein bisschen zur Seite legen, damit ich wieder gerade komme. So. Ah, Mist, ich muss noch. Ich muss noch viel weiter darüber. Das habe ich nicht gemerkt. Ich muss mal die Maussteuerung ausmachen. Ich will mich mal kurz umgucken bei dem Ding. Erinnert mich so ein bisschen an die XP-55 aus War Thunder, wer die kennt. Bin ja die ganze Zeit am überlegen, ob ich mir die mal kaufen soll, weil die sieht schon geil aus. Aber... Lol, jetzt ist der Fuel leer. Aber Gott sei Dank genau dann, wenn ich... Ich hab gerade ja einen Schub runter gemacht und da habe ich mir gedacht, okay... Dass der Motor auf einmal aus ist sofort, das gibt es ja eigentlich nicht bei Simple Planes. Aber das war dann einfach fuelless leer. Naja, genau, also erinnert mich so ein bisschen von der Form her an die XP-55. Aber ich glaube, die ist ziemlich teuer, was Golden Eagles angeht, aber da muss ich mal gucken. So, smooth Landung. Easy. Schön. Bremsen. Fängt es hier auch noch gleich an zu regnen, sagst du. Da hatte ich jetzt übrigens heute mal Glück. Die letzten Tage hat es bei uns immer irgendwie so geschneeregnet oder geschneit oder gepinkelt vom Himmel. Aber heute ist mir das Gott sei Dank erspart geblieben. Ich bin froh. Ey. Also das Ding ist nicht schlecht. Fliegt sich gut. Nur der Fuel. Da sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr reinpacken. Wahrscheinlich fliegt es dann aber nicht mehr so gut. Naja. So, als nächstes haben wir den MTB 193 Super Beast von MTB Crafter. Und das sieht richtig nice aus. Also das gefällt mir unfassbar gut. Könnte ein Kandidat fürs Thumbnail werden. Lol. Hier mit customizeden, was auch immer da hinten rausguckt. Ich glaube nicht, dass das das Strahltriebwerk ist, was da passiert. Alter, was war denn das gerade für ein Fahrwerk? Das fährt ja interessant aus. Guckt mal, das dreht sich dann auch so leicht ein. Das ist ja cool, das kenne ich nicht. Upsi! Ah, hier mit Lasern. Hast du ein Cockpit? So ein bisschen. Mit Zielapparatur. Komm, greifen wir mal die Gruppe da unten an. Aber auch hier geht der Fuel ganz schön schnell runter. Also nicht so schnell wie bei dem anderen. Aber schon nicht so langsam. Hm, okay. Das Ding kriege ich nicht zerstört mit den Waffen. So, gucken. Oh, verdammte Axt. Das schlackert leider ziemlich nach. Siehst du das?
So, wann kommen sie denn? Ich muss den Dingern ausweichen. Naja, ich bin zu schnell, glaube ich. Ich glaube, die kommen nicht mal hinterher. Oder? Komm, jetzt explodier endlich. Scheiße. Schnell in den Canyon rein. Da werden sie mich nicht kriegen. Auf keinen Fall. Ja! Locker flockig ausgewichen. Das ist die... Oh, das ist nicht ganz so schnell wie das letzte, aber auch nicht so wendig. Nicht so wendig. Ah, die sind so platt gedrückt, die MGs. Und da ist so ein leicht... Kommt das Rosane in der Flamme, dadurch, dass da die rosanen Projektile rauskommen? Ja, ne? Ja, ja, ja. Schade. Das wäre cool gewesen. So ein leicht orange-rosaner Farbton bei den Flammen, bei den Mündungsfeuer. Das wäre cool. Aber das kommt tatsächlich durch die Projektile, die rausgucken. Guck mal, die fangen hier an. Hier sieht man sie. Ja. Die kommen hier einfach raus und sind dicker als das Rohr an sich. Na, das fliegt sich tatsächlich nicht so pornös. Aber ist es nicht, also es fliegt sich nicht schlecht. Das ist, ah, okay. Oh, ich muss mir echt angewöhnen, eigentlich nur mit dem Joystick zu fliegen. Das ist viel angenehmer so. Vorher hat es auch so ein bisschen geschlackert. Ah, doch, auch hier, wenn man mit dem Joystick hat man ja gar nicht so ein, also vom Höhenruder her kannst du ja nicht so krass einschlagen mit dem Joystick, das geht ja nicht. Deswegen klappt das ja auch oft so komisch um dann, das Flugzeug, aber auch hier schlackert das rum, wenn man harte Lenkbewegungen gemacht. Ich muss mir jetzt gleich mal angucken, im Baumodus, wie das hier hinten mit den Triebwerken gemacht ist, das interessiert mich jetzt. So, die Kiste landen wir dann aber auch noch gleich. Ja, okay, aber mit dem Sprit ist es nicht so schlimm. Das war bei dem anderen etwas problematischer. So. Landeanflug, runter mit dem Schub. Das kriegen wir hin. Aber das Flügelprofil ist lustig. Erinnert mich irgendwie, weiß nicht, an irgendein Star Trek Raumschiff. Ich weiß noch nicht an welches. Boah, ich bin viel zu schnell. Oh, hohohohoho. Geht. Geht alles. Easy. Aber so sieht's auch ganz geil aus unter natürlichen Lichtbedingungen. Gefällt mir. Jetzt will ich noch kurz gucken, was das hier hinten ist. Ah, sieh mal einer an. So ein ganz kleines, also das ganz große Triebwerk ganz, ganz klein gemacht. Wie das aber hier hinten funktioniert, dass das auf einmal dann so leuchtet. Nee, das hat doch geleuchtet. Ja, genau, das leuchtet, wenn man es anmacht. Man kann es aber auch jetzt irgendwie nicht in die Hand... Doch. Und du hast Fuse-Lag-Block. Hm, keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Finde ich aber witzig, dass das dann auf einmal so leuchtet. Coole Sache, das. So, zwei haben wir noch. Von einem alten Bekannten ist was dabei. Vom Devil's Fish. Der ist bald wieder in Deutschland, habe ich gelesen in der Nachricht. Das freut mich natürlich. Dann kommt nämlich mal wieder mehr von dir. Devil's Fish, falls es hier viele neue Zuschauer geben sollte, der hat früher immer sehr viele Wasserflugzeuge gebaut, wie auch jenes hier. Deswegen gehen wir mal zum Water Take-Off. Ich weiß gar nicht, ob das Ding ein Fahrwerk hat. Ich schätze jetzt mal nicht. Können wir aber gleich ausprobieren. Und die Flugzeuge von Devil's Fish und eigentlich auch die Boote und so. Boote? Hast du Boote gebaut? Ich glaube, du hast auch mal Boote für mich gebaut. Die haben eigentlich immer einen super ähnlichen Style. Also die sind echt unverkennbar immer von ihm. Und ja, das fliegt sich halt nicht so wendig, aber darum ging es ja auch nicht. Es hieß ja, es soll sich geil fliegen, es soll realistisch fliegen. Das Ding ist halt schwer wie ein Panzer wahrscheinlich. Ah, guck mal, das sieht irgendwie aus, als würde es in einem Podracer oder so drin sitzen. Hier mit den, quasi mit den zwei Antriebsgondeln.
Gut, damit brauche ich jetzt, glaube ich, nicht in den Canyon reinzufliegen. Ich glaube, damit würde ich einfach an die nächste Wand klatschen. Keine Ahnung, was könnte das sein? Was könnte das für eine Klasse sein? Irgendwie so ein Schlachtflugzeug. So vom Gewicht her, wobei... Ground Attacker vielleicht. Hat das Gruppen? Ne, keine Gruppen. Aber auch das fliege ich lieber mit dem Joystick. Warte mal, ich will mal kurz ausprobieren. Das fliegt perfekt geradeaus, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Aber hier geht der Sprit auch relativ schnell runter. Also viel lange kann man da nicht mit Spaß haben. So, Joystick rein. Da kommen wir einfach besser mit zurecht. Miau. Schaffe ich die Kurve? Wird verdammt knapp. Nein. Schaffe ich nicht. Muss die Uhr ein bisschen im Auge behalten gerade. Bin mal gespannt, ob ich die Kiste gelandet bekomme, ey. Tatsächlich bei Wasserflugzeugen, also ich finde bei Simple Plates mittlerweile kann ich ja ganz okay landen, was ich sag mal bodengestützte Flugzeuge angeht. Also alles, was auf einer Piste landen kann, das kann ich, glaube ich, mittlerweile so halbwegs okay. Aber bei Wasserflugzeugen habe ich tatsächlich immer noch die meisten Probleme, weil da mache ich immer ein Salto vorwärts. Bin gespannt, ob ich das heute mal hinkriege. Aber es soll nicht so einfach sein, deswegen fliege ich jetzt mal eine kleine Kurve, weil ich hätte jetzt natürlich auch einfach geradeaus wieder runtergehen können. Ah, das fliegt angenehm. Das, man merkt so richtig, ah, oh, das ist schwer. Das ist schwer. So, und jetzt versuchen wir die Kiste mal zu landen. Und ich habe ja mittlerweile von euch gelernt, bei Wasserflugzeugen möglichst langsam landen. Ah, guck mal, sieh mal einer an, das ist geil, der hat Bremsklappen. Das heißt, ich kann schön, wenn ich tiefer bin, schon mal schön, warte mal, ich mache das mal mit dem Joystick. Das heißt, wenn ich tiefer bin, kann ich auf jeden Fall schon mal schön bremsen. Und vor allem auch mein, Alter, ich bin viel zu krass runtergekommen. Naja, ob das jetzt zählt, ich weiß ja nicht. Das war jetzt nicht so die Premium-Landung. Aber warte mal, ich will mal kurz das Lichtchen noch anders machen, weil mir gefällt das sehr gut und ich bin gerade überlegen, ob ich das vielleicht ein Thumbnail drauf pappe. Ne, Moment. Falscher Setting. Weil ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen, wenn die Bilder geil sind, wenn ich ein geiles Bild habe, dann benutze ich auch diese Bilder mittlerweile sehr gerne als Thumbnail. Ich finde... Ich habe ja früher immer dieses Wolkenbild gehabt, weil es halt so Simple Plains irgendwie passt. Aber sowas finde ich mittlerweile auch eigentlich ziemlich nice. So ein echtes Bild aus dem Spiel, oder? Was sagt ihr dazu? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr besser findet. Halt mein typisches ausgeschnitten und dann auf das Wolkenbild gepappt oder halt ein richtiger Screenshot mit einem geilen Hintergrund und sowas. Bitte in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Und als letztes haben wir heute noch von legaming.de alias Minecrafter 1981 den Vertical Lander V2. Mit sehr vielen Waffen. Sehr viele Waffen bedeuten halt... Lol, warum brennt das denn? sehr viele Waffen bedeuten halt auch sehr viel Gewicht. Und da müssen wir mal schauen. Achso, der hat einfach eine Rauchfahne aktiviert. Sieht aus wie bei Simple Plans, wenn man Ölleck hat. Alter, das ist aber ganz schön lange, die Rauchfahne. Alter Verwalter, da kann man bestimmt gleich lustige Bilder mitmalen. Alter, die ist ja wirklich unfassbar lang. Wie geil. Sieht aus, als hätte das Flugzeug Durchfall und zieht so eine Spur hinter sich her. Alter, wann hört die denn auf? Da. Alter, ist sie lang. Aber das fliegt sich auch schön realistisch. Also ich hatte jetzt gedacht, mit den ganzen Bomben und den Raketen so dran, könnte das echt ein Problem werden. Und ich merke gerade, seht ihr das, wie das stottert? Ich weiß nicht, ob das gerade an der Performance liegt oder ob halt diese Rauchfahne nicht so ganz funktioniert, wie sie soll. Aber krass, wie lang sich das Teil zieht. Da ist das Ende.
Und ich bin echt großen Bogen geflogen. Gut, damit werde ich jetzt auch nicht in den fliegen, weil das fliegt sich auch nicht wendig genug, aber das fliegt sich geil. Da muss ich sagen, das fliegt sich wirklich sehr gut. Es ist nicht so ganz hübsch, das sage ich jetzt einfach mal so, aber es fliegt sich sehr, sehr gut. Zieht's nach hinten. So ein leicht minimal. Ah. Oh. Deswegen Vertical Lander, ich habe verstanden. Das finde ich immer so ein bisschen problematisch, aber ich kann euer Problem dabei verstehen, wie man halt die Gruppen verteilt. LOL. Alle Raketen raus. Alles Bomben, Raketen, alles raus. Bin ja mal gespannt, ob es jetzt anders fliegt. Nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob bei Simple Planes wirklich das Gewicht so richtig mitberechnet wird beim Fliegen. Aber ich merke jetzt ehrlich gesagt keinen Unterschied. Und da war echt viel Zeug dran. Also ich glaube nicht, dass das Flugzeug hier so unfassbar viel wiegt. Aber mit den Raketen und den Bomben, ich glaube, da war schon ordentlich was drin. Aber so vom Flugbild muss ich mal sagen, vom Gefühl her gefällt mir das somit am besten. Bin halt mal gespannt, was jetzt die nächsten Folgen noch kommt. Also wir haben ja noch ein paar Flugzeuge. Das wird bestimmt spannend. Ich lande die Kiste jetzt noch oder versuche es zumindest. Da muss ich auch direkt das Video hochladen, sonst wird das nämlich heute nichts mehr. Was mir sehr, sehr leid tun würde, weil ich will euch eigentlich samstags nicht auf eure Challenge-Folge warten lässt, wenn denn mal wieder eine kommt, was jetzt der Fall ist. Boah, ich bin viel zu schnell. Das Problem ist jetzt mit der Rauchfahne, ich lande ja immer so aus der Perspektive. Könnte das eine echte Herausforderung werden? Ich sehe nämlich ehrlich gesagt nicht so richtig, wo mein Flugzeug aufhört und der Boden anfängt. Ja. Oh, shitty. Nicht überschlagen. Oh nein, da ist der Bordstein. Schub. Und Schub weg. Scheiße, zu viel Gegenschub. Wie das jetzt aussieht. Naja. Aber das fliegt echt geil und das mit der Rauchfahne finde ich auch witzig, dass die so lang und so dick ist. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Das mit dem Vertical Landing, ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen hätte. Aber kleiner Tipp, mach das nicht auf Gruppe 1, sondern mach das irgendwie auf Gruppe 7 oder so. Weil auf die 1 drückt man logischerweise immer als erstes und das ist ein bisschen viel. Ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Vermutlich morgen. Kann ich aber nicht versprechen, wenn nicht, kommt sie wahrscheinlich trotzdem morgen. Macht's gut. Tschüssi.